Seit 1988 ist Fiesmann bei den Modellbahnen bekannt für innovatives und hochwertiges Modellbahnzubehör. Dem Motto Vorsprung durch Innovation ist Fiesmann seit über 20 Jahren treu. Lieber Matthias Fiesmann, gespannt schauen viele Modellbahner und auch wir auf die Neuheiten für dieses Jahr. Hallo Herr Buttig, herzlich willkommen in Nürnberg 2017 am Stand von Fiesmann, Vollmer und Kipri. In der Tat, wir haben dieses Jahr wirklich einiges im Gepäck, was wir Ihnen gern zeigen möchten. Und wir haben in den letzten Jahren ja schon einige Interviews zusammen gemacht und Sie haben uns auch verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob wir den Kran beim Robel in Bewegung bringen, ob eventuell eine neue Digitalzentrale am Start ist. Und ich muss sagen, in 2017 haben wir all die Sachen jetzt hier und schauen uns das gemeinsam an. Also hartnäckiges Nachfragen eines Moderators kann unter Umständen helfen. Des Moderators, aber auch viele unserer Kunden, die sich einfach einen Nachfolger für den Commander gewünscht haben. Wir haben ihn weiterentwickelt, wir haben ein paar Innovationen noch mit eingebaut, aber auch natürlich unser Gleisbaufahrzeug, der Robel, der an sich sehr gut eingeschlagen ist im Markt, den haben wir nochmal verfeinert, indem wir den Kran motorisiert haben. Der Commander 2, den Sie nennen. Was sind denn da für besondere Highlights an diesem Gerät? Ja, also der Commander 2 hat mehrere Highlights. Eines der Hauptmerkmale ist, dass das Display nicht mehr integriert ist, sondern der Commander 2 funktioniert jetzt mit jedem beliebigen Tablet oder auch Smartphone, das am Markt erhältlich ist. Sowohl für Windows, Android oder später auch für die Apple-Geräte. Und ist das, wie kann man das jetzt noch bringen? Ich habe gelesen zum Beispiel, man kann es auch auf einen großen Fernseher bringen, auf einen großen Bildschirm. Ja, genau, das ist eine weitere Innovation und ich denke auch was Neues, was sehr sinnvoll ist, auch für sehr viele Vereinsanlagen. Und zwar werden alle Geräte, von denen man die Anlage aus steuert, zentral synchronisiert, sodass Sie was am Tablet einstellen können, aber auch der Kollege am Smartphone an einem anderen Bereich des Gleises was einstellen kann. Und am Zentralcomputer werden diese Vorgänge synchronisiert. So können mehrere mit ein und derselben Zentrale spielen, wenn sie die Komponenten dazu haben. Dann gibt es noch diesen Smart Control dazu. Was ist das? Genau, unsere Smart Maus, das ist für die sogenannten Lokführer gedacht, denn Sie müssen wissen, im Digitalbereich gibt es zwei Arten von Spielern. Das eine sind die Stellwerker, die gerne die ganze Anlage von einem Punkt aus steuern möchten, aber auch den Lokführer, der sich nur auf eine Lok auf der Anlage konzentriert, der gerne mit dem Gerät laufen möchte, seine Lok verfolgen möchte. Und dem werden wir mit der Smart Maus gerecht, die er dann mitnehmen kann. Und durch die Positionserkennung in der Kamera des Smartphones weiß die Software immer, an welchem Standort sind und rückt genau diesen Teil des Gleisbilds auf den Monitor, sodass man immer am richtigen Platz ist. Also ich sehe schon, Sie haben da ganz viel Innovation reingesteckt, so wie ich es also eben auch gerade gesagt habe. Nochmal zu dem Robel-Gleiskraftwagen. Was kann der Kran alles? Der Kran kann eine 360-Grad-Drehung auf einer Kulisse und das kann man separat steuern. Das heißt, man kann die Kranbewegung digital steuern und die Bewegung ist vorgegeben. Man kann sogar kleine Gewichte an den Kranhaken hängen. Hey, das ist aber natürlich schön. Ja. Also erhöht auf jeden Fall den Spielwert enorm. Und dann haben wir ja noch als letzte Neuheit bei Fiesmann zumindest das Digital-Form-Hauptsignal einflüglich. Ja, wir stellen diese Form-Hauptsignale schon seit mehr als 20 Jahren her und sie sind bis jetzt immer mit einem Magnetspulenantrieb bewegt worden, der die langsame Flügelbewegung garantiert hat. Das war auch eine sehr gute Sache. Allerdings haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Es gab oft Platzprobleme, gerade im Bereich Schattenbahnhof. Und hier ist unsere neue Generation der Formsignale maßgebend, denn sie kommt mit einem Antrieb aus, der Oberflur montiert wird und ganz wenig Platz wegnimmt. So, das werden zumindest jetzt erstmal im Wesentlichen Neuheiten für Fiesmann. Wir werden uns gleich mal den Ort ein kleines bisschen wechseln und dann zu den Neuheiten von Vollmer und Kipri gehen. Sehr gerne.